Ja, dann darf ich hiermit die dritte Auflage des digitalen Formats Themen der Zeit beginnen. Heute zum Thema Kinderrechte und Corona. Ich komme hier gerade jetzt zu diesem Thema. Einerseits sind wir natürlich als freier Träger der Jugendhilfe seit jeher in Berührung mit dem Thema Kinderrechte, sei es, weil wir diese pädagogisch vermitteln im Rahmen von Projekten, aber weil wir natürlich auch quasi eine anwaltliche Vertretungsfunktionen teilweise einnehmen, um die Einhaltung von Kinderrechten gegenüber Behörden einzufordern. Die Corona-Krise haben wir natürlich sehr genau beobachtet und haben sehr genau beobachtet, welche Rolle spielen die Rechte und Bedürfnisse von Kindern in den gesellschaftlichen Abwägungs- und Entscheidungsprozessen. Und jetzt gerade im Moment liegen wir zwischen zwei Schuljahren und haben für uns gesagt, na, vielleicht ist das mal ein guter Zeitpunkt, mal kurz innezuhalten, zu reflektieren. Und auch schon mal den Blick in die Zukunft schweifen zu lassen, weil absehbar ja vielleicht wieder Verschärfungen kommen könnten, wo man auch wieder gucken muss, wie wird das Zusammenspiel passieren, Kinderrechte und staatliche Maßnahmen. Um diesen Themenbereich gut aufarbeiten zu können, haben wir heute drei sehr kompetente Gäste eingeladen, die alle sehr spontan zugesagt haben. Andreas auf den letzten Drücker sozusagen, weil wir noch eine Kollegin hatten aus der Schulsozialarbeit, die aber bedauerlicherweise krank geworden ist. Nichtsdestotrotz, kurz begrüße ich Susanne Rüdrich. Sie haben 2006 ihren Magister gemacht, Politik, Wissenschaft, Geschichte, Soziologie und Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung. Seit 2013 sind Sie Bundestagsabgeordnete der SPD-Fraktion und waren dort auch oder sind sogar noch Kinderbeauftragte. Und perspektivisch werden Sie, so habe ich vorhin gehört, die rechtlichen Schritte sind durch. Kinderbeauftragte des Landes Sachsen sein ab 1.11. dann auch offiziell. Weiterhin begrüßen darf ich Herrn Dr. Stefan Gerbig. Wir waren viel in Kontakt in der Vergangenheit. Sie sind aktuell Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität, Schwerpunkt internationaler Menschenrechtsschutz. Sie haben promoviert zum Thema Auswirkungen der UN-Kinderrechtskonvention auf das deutsche Jugendstrafrecht. Und waren von 2017 bis 2020 in der Monitoringstelle UN-Kinderrechte oder UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Und zu guter Letzt darf ich noch begrüßen Herrn Andreas Netter. Sie sind seit den frühen 90er Jahren in sozialpädagogischen Bereichen tätig. Sie sind aktuell Vorstand des Vereins Sprungbrett e.V., der unter anderem in den Bereichen Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit und frühkindliche Bildung aktiv ist. Das heißt, Sie bringen hier einen ganz breiten Blick aus der Praxis sozusagen mit, den wir hier mit reinhaben wollen. Genau, anfangen würde ich tatsächlich gerne mit Ihnen, Herr Dr. Gerbig. Ich sage mal so, das Thema Kinderrechte hat man ja meist so das Gefühl, oder wenn wir das vermitteln, es gibt da so einen Katalog von, ja, was Kindern zusteht, was Kinder dürfen, was Erwachsene einzuhalten haben. Ich selbst habe das in meinem Masterstudium noch 2014 so gelernt, dass es eher diese UN-Kinderrechtskonvention eher so einen Appellcharakter hat. Also keine tatsächliche Wirkung, rechtliche Bindung und so weiter. So ganz scheint es aber nicht so zu sein. Und da wollte ich Sie mal bitten, vielleicht nochmal kurz so einen Einblick nochmal in die UN-Kinderrechtskonvention zu geben, wie es entstanden ist und auch welche juristische Tragweite das Ganze hat. Ja, gerne. Erst einmal zur Sortierung. Die UN-Kinderrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag und völkerrechtliche Verträge erfordern es in Deutschland, dass der nationale Gesetzgeber, in dem Fall sowohl Bundestag als auch Bundesrat, dem Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages zustimmen muss. Und die Konsequenz dieser Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat ist, dass ein solcher völkerrechtlicher Vertrag, hier also ganz konkret die UN-Kinderrechtskonvention, den formal juristisch betrachtet, den Rang eines einfachen Bundesrechts hat. Das heißt, wenn wir das einfach so ein bisschen als Maßgabe nehmen, dann können wir sagen, diesen Katalog von Rechten und Ansprüchen von Kindern, den Sie beschrieben haben, also das, was in der UN-Kinderrechtskonvention an Inhalten enthalten ist, das ist formal juristisch gesehen bindendes und unmittelbar anwendbares Recht in Deutschland. Steht also auf der Ebene wie beispielsweise das bürgerliche Gesetzbuch, Kinder- und Jugendhilferecht etc. Und das ist nur die sehr formal juristische Betrachtung auf diesen völkerrechtlichen Vertrag. Denn wir müssen uns vor Augen halten, das Bundesverfassungsgericht hat im Laufe seiner Rechtsprechung die sogenannte völkerrechtsfreundliche Haltung des Grundgesetzes herausgearbeitet. Das bedeutet zwar nicht, dass diese völkerrechtlichen Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist, Vorrang vor den Inhalten des Grundgesetzes haben, aber es bedeutet,
wenn es darum geht, die Inhalte des Grundgesetzes und damit also auch die Grundrechte des Grundgesetzes, die auch für Kinder und Jugendliche gelten, wenn es darum geht, diese anzuwenden und auszulegen, dann, so die völkerrechtsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, sind eben auch diese besonderen völkerrechtlichen, menschenrechtlichen Verpflichtungen umfassend zu berücksichtigen. Und das heißt, wenn man das mal so ein bisschen sortiert, formaljuristisch, UN-Kinderrechtskonvention ist in Deutschland bindendes Recht. Und wenn man die besondere völkerrechtsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt, dann muss man da auch noch sagen, es ist nicht nur auf der Ebene des einfachen Bundesrechts, sondern es steht irgendwo zwischen dem einfachen Bundesrecht und dem Grundgesetz. Also es hat nochmal eine hervorgehobene, besondere Bedeutung. Ich glaube aber, das Zentrale ist erstmal, dass man als allererste Prämisse unbedingt mitnehmen muss, wir reden hier über verbindliches Recht, über verbindliche Rechtsansprüche, auf die sich Kinder und Jugendliche berufen können und die auch gerichtlich durchsetzbar sind. Das ist, glaube ich, so die allererste juristische Einordnung an dieser Stelle zur UN-Kinderrechtskonvention. Das heißt für mich als Laien nochmal zum Verständnis, also Sie sagen tatsächlich, ein Kind könnte Ansprüche, Rechte, die sich aus dieser UN-Kinderrechtskonvention ableiten, vor einem deutschen Gericht einklagen, wenn es das Gefühl hat, hier hat staatliches Handeln mich getroffen und diese Geschichten wurden nicht angemessen berücksichtigt. Absolut, genau richtig. Können Sie vielleicht mal so einen kurzen Einblick geben, welche Paragraphen da besonders entscheidend oder besonders relevant sind? Ja, vielleicht so eine kleine Sortierung erstmal. Wenn wir über die UN-Kinderrechtskonvention sprechen, dann kann man sagen, dass in der Kinderrechtskonvention circa plus minus, ein bisschen eine Diskussionsfrage, aber circa 30 einzelne Rechte enthalten sind. Es gibt dann neben noch ein paar weitere Vorschriften zum UN-Kinderrechtsausschuss und ähnliches. Das betrifft ja nicht die einzelnen Rechte, sondern besondere Verfahren auf internationaler Ebene. Aber wenn wir so auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen schauen, dann kann man sagen, circa 30 einzelne Rechte sind in der UN-Kinderrechtskonvention enthalten. Und wenn man das dann mal so ein bisschen abgleicht, wir haben im Grundgesetz so einen Katalog von Grundrechten, dann wird man natürlich ganz schnell feststellen, also da gibt es viele Doppelungen, viele Überschneidungen. Zum Beispiel im Grundgesetz ist die Religionsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit garantiert. Und auch in der UN-Kinderrechtskonvention ist garantiert, dass Kinder eben sich auf die Religionsfreiheit berufen können oder auf die Versammlungsfreiheit berufen können. Aber, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, aus so einer Perspektive oder unter der Fragestellung, wo liegt der messbare rechtliche Mehrwert der UN-Kinderrechtskonvention, können wir ganz klar festhalten. In der UN-Kinderrechtskonvention finden sich auch einzelne Rechte, die nicht im Grundgesetz enthalten sind. Also wo man wirklich klar sagen kann, dass die Kinderrechtskonvention an der Stelle einen besonderen Mehrwert entfaltet. Und ich glaube, an der Stelle ist es vor allem zentral, sich so auf zwei allgemeine Grundprinzipien oder Grundsäulen der UN-Kinderrechtskonvention zu beziehen. Das ist einmal in Artikel 3 die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls und in Artikel 12 das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung von Kindern. Das sind beides Punkte, die wir so in der Form im Grundgesetz nicht enthalten haben. Und wenn wir es auch mal genau betrachten, diese beiden Grundprinzipien, Artikel 3 und Artikel 12, so wie sie quasi vom UN-Kinderrechteausschuss verstanden werden, dann ist das tatsächlich auch eine Reichweite, die so weder im Grundgesetz enthalten ist, noch unmittelbar auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts enthalten ist. Deswegen können wir durchaus sagen an der Stelle, in der UN-Kinderrechtskonvention finden wir einzelne Rechte, die wirklich so einen juristischen Mehrwert begründen und die eben nur in der UN-Kinderrechtskonvention enthalten sind. Sie haben gerade schon mal den Artikel 3 Absatz 1, denke ich, Wohl des Kindes erwähnt und Artikel 12 als ganz besondere Paragraphen, die weit auch über den, den Wirkungsbereich des Grundgesetzes hinausgehen. Ich würde den Artikel 3 Absatz 1 vielleicht kurz mal vorlesen. Oder vielleicht kann ich ihn sogar an der Stelle mal freigeben. Ja, eine Sekunde bitte. Dass wir uns das vielleicht mal zusammen ein bisschen angucken können. Genau, wir haben hier den, können Sie ihn sehen, Herr Dr. Gerbig? Yes. Ja. Yes. Genau, ich lese ihn mal ganz kurz vor. Also, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorgane getroffen sind, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Also, wenn man das erstmal so liest, sage ich mal, vielleicht mit so einem leichten juristischen Verständnis, man merkt, da steckt eine ganze Menge drin, aber vielleicht können Sie uns nochmal die Bedeutung, was das wirklich bedeutet, nochmal kurz skizzieren. Ja, gerne. Eine kleine Vorbemerkung. Wir sind hier die deutsche Fassung und ich finde es auch total in Ordnung, dass wir hier in der deutschen Fassung arbeiten.
Völkerrechtlich verbindlich ist nicht die deutsche Fassung, ist nämlich keine amtliche Fassung, sondern völkerrechtlich verbindlich sind die englische und vor allem die französische Fassung und daneben auch noch die spanische, arabische, russische und chinesische. Aber im deutschen Kontext vor allem die englische und französische Fassung, weil das auch die Fassungen sind, die im Zustimmungsgesetz abgedruckt sind. Ich sage das nur deshalb als kleine Randbemerkung, weil wir hier in Artikel 3 in der deutschen Fassung mit diesem Begriff Kindeswohl hantieren. Und im englischsprachigen Original ist die Rede von den Best Interests of the Child. Und ich glaube, so dieser Begriff Kindeswohl in dem Kontext lädt zu gewissen Missverständnissen ein, weil der Begriff Kindeswohl ist in Deutschland ein Rechtsbegriff über 100 Jahre alt und ganz stark verortet, vor allem im Kinder- und Jugendhilferecht und immer in der deutschen Rechtsordnung eigentlich bisher in so ganz negativen Kontexten. Nämlich da geht es um Kindeswohlgefährdung, um Vernachlässigungssituationen, um Gewalt gegen Kinder, Verwahrlosung und Ähnliches. Und mir ist es wirklich ein ganz großes Anliegen, wenn wir mit diesem deutschen Begriff Kindeswohl arbeiten, dann erstmal zuallererst festzustellen, dass dieses völkerrechtliche Verständnis oder dieses Verständnis der UN-Kinderrechtskonvention vom Kindeswohl ein anderes ist. Das ist also nicht so quasi ein Negativkonstellation ansetzendes Verständnis, sondern man sagt ein umfassendes holistischer Begriff. Kindeswohl kann man auch so ein bisschen adaptiv übersetzen mit quasi die Summe aller Rechte und Interessen des Kindes. Und wenn man das mal so ein bisschen als allererste Prämisse voranstellt, würde ich auch mit einem Blick auf Artikel 3 immer ein bisschen empfehlen, dieser Satz, der ist ziemlich sperrig. Man kann ihn aber erstmal so ein bisschen verkürzt lesen. Man könnte ihn nämlich so lesen, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Kind, Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Nämlich denn dieser ganze Einschub mit beginnend ab gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen erfolgt, kann man ja einfach sagen, alles das, wo wir im Bereich des staatlichen Handels sind. Und weil wir eh über menschenrechtliche Positionen sprechen, Menschenrechte binden, staatliche Stellen, kann man diese Norm auch ganz gut erstmal verkürzt lesen, um so ein bisschen einfacheren Zugang zu bekommen. Also, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Damit stellt sich so ein bisschen die Frage, in welchen Kontexten gilt das denn eigentlich? Und wenn man jetzt so ein bisschen diese Definition herausarbeitet, Kindeswohl ist quasi die Summe aller Rechte und Interessen eines Kindes, dann ist man auch ganz schnell in dem Bereich, dieser Anspruch oder diese Verpflichtung, das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen, gilt in allen Konstellationen, wo der Staat Kindern und Jugendlichen gegenübertritt. Also mit anderen Worten, der Lebensalltag und die Lebensrealität von Kindern man muss maßgeblich durch diese Norm bestimmt werden. Und wenn man das jetzt so ein bisschen fragt, was ist denn eigentlich genau gemeint, dieses vorrangig zu berücksichtigen, dann stellt sich immer so ein bisschen die Frage, erstmal, okay, Kindeswohl ist Summe aller Rechte und Interessen von Kindern, aber wie kommen wir überhaupt dahin, diese Summe zu ermitteln und zu bestimmen? Damit ist es ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, wenn wir über den Begriff Kindeswohl sprechen, dann sprechen wir auch immer über einen Prozess, nämlich über den Prozess der Ermittlung und Bestimmung des Kindeswohls. Wir müssen also erstmal rausfinden, was sind denn quasi in einer konkreten Situation staatlichen Handelns, was sind denn tatsächlich die Interessen des betroffenen Kindes, was sind die Rechte des betroffenen Kindes? Und das klappt tatsächlich nur, dieser Prozess, Bestimmung und Ermittlung des Kindeswohls, das klappt tatsächlich nur im Zusammenspiel mit dem Artikel 12. Also mit der Gelegenheit, Kindern ein Recht auf Gehör einzuräumen und mit der Verpflichtung, sich mit dem Anliegen von Kindern, da haben sie ihn jetzt auch tatsächlich auseinanderzusetzen. Deswegen kann man erstmal so ein bisschen festhalten, dieses Zusammenspiel von Artikel 3 und Artikel 12, das ist eigentlich so dieses zwingende Selbstverständnis der UN-Kinderrechtskonvention. Bei allem, was der Staat macht, und was bei einem staatlichen Handeln, wo Kinder und Jugendliche betroffen sind, muss der Staat quasi alle Belange von Kindern erstmal ermitteln und bestimmen. Und das geht nur im Benehmen mit dem betroffenen Kind. Man muss dem betroffenen Kind quasi erstmal Gelegenheit geben, um auch wirklich alle tatsächlichen Interessen und Rechte des Kindes irgendwie ermitteln zu können. Wenn das geschehen ist, stellt sich jetzt so ein bisschen im nächsten Schritt auch die Frage, okay, was ist jetzt eigentlich der konkrete rechtliche Mehrwert davon, dass wir dieses Kindeswohl irgendwie identifiziert haben in einem Prozess? Und da ist es ganz zentral, sich vor Augen zu halten, dieses vorrangig zu berücksichtigen. Was ist damit eigentlich gemeint? Das kann man juristisch eigentlich ganz gut aufschlüsseln. Ich glaube, so seit der Corona-Pandemie ist so dieser juristische Begriff der Verhältnismäßigkeit wirklich regelmäßig in aller Munde. Also die Tagespresse ist jedes Mal durchzogen davon. Und tatsächlich ist es so, dass man eigentlich auch sagen kann, dieser Artikel 3 Absatz 1 enthält erstmal einen Anspruch, ein Recht eines Kindes darauf, dass das Beste, was das am besten für ihn ist, erstmal ermittelt wird. Und dann enthält es noch den Anspruch darauf, dass diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, die es immer gibt, wenn der Staat etwas macht, also dass der Staat quasi schauen muss, was sind die unterschiedlichen Rechtsgüter, wie kann man die miteinander in Einklang bringen,
dass dieser Abwägungsmaßstab der Verhältnismäßigkeit ein bisschen verschoben wird, nämlich wenn es um Kinder und Jugendliche geht, nämlich dahingehend, dass das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Das heißt jetzt nicht, dass der Staat gar nichts mehr machen darf, was irgendwie zulasten von Kindern und Jugendlichen ist. Das heißt aber sehr wohl, dass erstens, wenn sich staatliche Interessen und Interessen von Kindern und Jugendlichen auf gleicher Ebene begegnen, setzen sich die Interessen der Kinder und Jugendlichen durch. Und auch in allen anderen Konstellationen ist es so, dass man quasi ganz klar sagen kann, also diese vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, die schafft auch so eine ganz besondere Darlegungs- und Beweislast, die schafft besondere Verpflichtungen für staatliche Stellen, wo völlig klar ist, in die Rechte von Kindern kann man nur dann eingreifen, wenn es wirklich zwingende, überragende Gründe dafür gibt. Und das ist also quasi so eine Modifikation des Abwägungsmaßstabs und quasi eine besonders günstige Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und darin steckt natürlich für sich genommen ein unglaublicher Mehrwert, weil Verhältnismäßigkeitsprüfungen muss der Staat bei allen staatlichen Handeln durchführen. Also die Implikationen, sag ich mal, wenn man sich das überlegt, die sind ja gewaltig, möchte ich mal sagen. Bei mir tauchen dann natürlich erstmal direkt ein, zwei Fragen auf. Also hier steht, also Artikel 3 Absatz 1 habe ich jetzt nochmal rausgeholt. Also bei allen Maßnahmen, die Behörden begehen, Gerichte, Gesetzgebungsorgane, also wir reden wirklich nicht nur davon, was irgendein Sozialamt oder so für Kinder und Jugendliche macht, sondern auch tatsächlich der Sächsische Landtag und der Bundestag müssen bei ihren Entscheidungen, Gesetzgebungsentscheidungen darlegen, dass sie diese Abwägung vollzogen haben. Ist das korrekt so? Genau so ist es. Und dann letztlich bewegen wir sie eigentlich in einem ganz klassischen Bereich, dass man hier sagen kann, auch wenn wir jetzt über also eine völkerrechtliche Norm sprechen, diese völkerrechtliche Norm kann man ja quasi auch, grundrechtlich aufladen. Und natürlich ist es auch so, dass Gesetzgebungsorgane bei ihren Entscheidungen, bei ihren Beschlüssen eben die Grundrechte des Grundgesetzes wahren müssen. Und das ist hier letztlich überhaupt nichts anderes. Das ist genau der Ansatz. Spannend. Und die andere Frage ist jetzt natürlich, ich hätte jetzt mal so ein Bauamt hier im Landkreis Meißen oder vor Augen. Das ist ja von der Grundausbildung erstmal niemand, der jetzt sich mit Themen wie Kindeswohl, bestes Interesse des Kindes, Sozialpädagogik oder irgendwas auseinandergesetzt hat. Und dem lege ich jetzt plötzlich den Paragraphen vor und sage ihm, also wenn du die Verkehrsführung planst, Brücke, was auch immer, ab jetzt bitte so vorgehen. Ich würde erstmal damit rechnen, dass derjenige mir zu verstehen gibt, dass er überhaupt nicht weiß, wie er das angemessen tun soll. Wie soll sich dieser Beamte dann in dem Moment helfen? Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Konstellationen, wo man, gerade wenn wir so über das Baurecht, über das Bauordnungsrecht, über das Planungsrecht sprechen, wo man durchaus erwarten kann, dass Verwaltungskräfte so zumindest in offensichtlichen Fällen, gerade wenn es irgendwie so um gefährliche Straßenführung oder Ähnliches angeht, sich in die Perspektiven von Kindern hineinfühlen können. Wenn Sie jetzt aber Konstellationen meinen, wo quasi, fachspezifisches Verwaltungspersonal sich mit den Bedürfnissen und Anliegen von Kindern einfach überfordert fühlt und für sich auch sagen können, das können wir nicht einordnen oder wir schaffen es nicht mal, dass irgendwie das Kindeswohl sorgfältig zu ermitteln, weil wir fühlen uns gar nicht dazu in der Lage, irgendwie mit dem betroffenen Kind oder mit einer Gruppe von betroffenen Kindern oder mit Repräsentanten von betroffenen Kindern irgendwie ins Gespräch zu kommen, dann kann das sicherlich in der Praxis passieren. Es entbindet natürlich dann das entsprechende Bauamt nicht von der Verpflichtung, sich im Wege der Amtshilfe oder anderen Konstellationen pädagogischen Unterstützungsbedarf zu holen. Weil wir müssen uns vor Augen halten, dieses Zusammenspiel von Artikel 3 und Artikel 12, es verbindet die staatliche Stelle und nicht die jeweilige Organisationseinheit. Also es ist nicht eben dann das Bauamt dazu verpflichtet, im Rahmen der Möglichkeiten des Bauamtes quasi das Kindeswohl zu ermitteln, sich mit den Anliegen von Kindern auseinanderzusetzen, sondern ist die Gebietskörperschaft, die dahinter steht, verpflichtet. Und natürlich ist es so, dass in solchen Konstellationen, wenn wir jetzt über das Bauamt oder Ähnliches sprechen, dass da die Möglichkeit besteht, gut, dann zieht das Bauamt eben um die Unterstützung des Jugendamtes hinzu, in den solchen Fällen, wo man sich mit der eigenen pädagogischen Kompetenz einfach überfordert fühlt, wo es auch zielführend ist, dann tatsächlich im Wege der Amtshilfe oder im Wege der Unterstützung der behördeninternen Struktur quasi sich die pädagogische Expertise einfach zu holen durch pädagogische Fachkräfte. Ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ne? Also je mehr man darüber sich damit beschäftigt, umso mehr stellt man auch fest, in dieser UN-Kinderrechtskonvention ist ja eigentlich auch sowas wie eine Utopie schon fast angelegt, ne? Also wir schaffen eine kinderfreundlichere Gesellschaft und bei allen Entscheidungen, die wir treffen, überlegen wir auch ein bisschen mit, wie trifft das unsere Kinder? Das ist ja auch beim Thema Klimagerechtigkeit
auch mit abzuwägen. Jetzt wäre meine Frage an der Stelle, wie weit ist denn aus Ihrer Sicht, also Sie waren ja nun in dieser Monitoringstelle auch, dieses Recht oder diese Konsequenzen im Alltagshandeln deutscher Behörden angekommen? Ja, ich glaube, dazu passt ganz gut, dass Sie diesen Begriff der Utopie verwendet haben. Ich glaube, also aus einer menschenrechtlichen Perspektive ist ohnehin immer klar, so 100% Erfüllung von menschenrechtlichen Verpflichtungen gibt es nie. Man kann aber sicherlich auch ein bisschen feststellen, dass es vielleicht in manchen menschenrechtlichen Bereichen besser klappt mit der Erfüllung der entsprechenden Verpflichtung und in manchen menschenrechtlichen Bereichen klappt es eher nicht so gut. Und ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen den Blick auf Deutschland haben, also die UN-Kinderrechtskonvention gilt ja jetzt seit fast 30 Jahren in Deutschland, dann müssen wir da auf jeden Fall, glaube ich, feststellen, es gibt auch mit Blick auf die Situation in Deutschland wirklich, auch seit Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention, ich nenne es mal so gewisse Mammutthemen, beispielsweise das Thema Gewaltschutz, beispielsweise vor allem das Thema Kinderarmut oder die Abhängigkeit von Bildungschancen im Hinblick auf den sozialen Status der Eltern, oder die Situation von geflüchteten Kindern. Das sind so diese typischen Mammutthemen, die wirklich schon seit 30 Jahren in Deutschland rauf und runter diskutiert werden, wo es entsprechende Forderungen der Vereinten Nationen gibt, wo wir auch heute im Jahr 2021 sagen müssen, es gibt sicherlich punktuell immer mal Verbesserungen, aber die Themen sind immer noch von grundsätzlicher Relevanz sehr, sehr umfassend. Deswegen würde ich mich jetzt davor hüten zu sagen, dass wir auch nur annähernd in dem Bereich sind, dass die UN-Kinderrechtskonvention für alle Kinder und Jugendliche in Deutschland tatsächlich schon erfüllt ist. Das liegt aber auch so ein bisschen darin, erstens, fast keiner kennt die UN-Kinderrechtskonvention, also ist kein verpflichtender Bestandteil in irgendeiner Ausbildung, also sowohl bei manchen pädagogischen Ausbildungen haben wir mittlerweile diesen Ansatz, dass so ein menschenrechtsbasierter Ansatz in der Sozialarbeit gewählt wird, aber wenn wir zum Beispiel auf die entsprechenden Ausbildungen in der Verwaltung schauen, auf juristische Ausbildung schauen, also Personengruppen, die wirklich umfassend auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, dann kann man hier ganz klar sagen, UN-Kinderrechtskonvention überhaupt nicht Bestandteil der entsprechenden Ausbildung. Das zeigt sich dann auch so ein bisschen, wenn wir so die Rechtsprechung scannen. Also es gibt in Deutschland Menschenrechtsverträge, die wirklich in der Rechtsprechung komplett angekommen sind. UN-Behindertenrechtskonvention ist zum Beispiel. Istanbul-Konvention ist auf dem Weg dazu, so ein entsprechendes Beispiel zu werden. Die UN-Kinderrechtskonvention in der Rechtsprechung wird sehr, sehr selten zitiert und es gibt, glaube ich, vielleicht nicht eine Handvoll Entscheidungen, aber so 2 bis 3 Handvoll Entscheidungen, wo sich Gerichte tatsächlich mal ausführlich mit der UN-Kinderrechtskonvention auseinandersetzen. Und diese Kombination, fehlende Bekanntheit der UN-Kinderrechtskonvention in der Ausbildung und fehlende Bekanntheit der UN-Kinderrechtskonvention in der Rechtsprechung, das ist natürlich etwas, das kann sich ganz schnell irgendwie perpetuieren, wenn das so ein anhaltender Zustand seit 20, 30 Jahren ist. Und daneben müssen wir, glaube ich, auch ganz ehrlich sein und sagen, einen Blick auf die Strukturen werfen. Also wie sind denn tatsächlich die Strukturen in Deutschland ausgestaltet, um so einen effektiven Kinderrechtsschutz nach Maßgabe der UN-Kinderrechtskonvention gewährleisten zu können? Ich glaube, auch da kann man einen ganz guten Vergleich ziehen zu anderen menschenrechtlichen Bereichen. Also egal, ob wir jetzt quasi auf besondere Beauftragte sprechen. Vorhin ist schon gefallen, Kinderbeauftragte, da machen sich jetzt einzelne Bundesländer auf den Weg. Großartig, das ist genau richtig. Wenn man sich das mal vergleicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention, da haben wir auf Bundesebene und auch auf Landesebene in allen Bundesländern, weil es eine entsprechende Verpflichtung der UN-Behindertenrechtskonvention ist, eine besondere Struktur, also Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung. Wir haben in allen Bundesländern in den entsprechenden Ministerien sogenannte Focal Points für die UN-Behindertenrechtskonvention, also quasi Anlauf- und Schnittstellen, die quasi in der Arbeit eines Ministeriums dafür sorgen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird. Und wenn wir das mal so ein bisschen vergleichen, wie ist die Situation im kinderrechtlichen Bereich, dann stellen wir ganz schnell fest, da haben wir aus der UN-Kinderrechtskonvention, das ist halt ein etwas älterer völkerrechtlicher Vertrag, nicht so eine starke Verpflichtung völkerrechtlich gesehen, dass entsprechende Strukturen geschaffen werden müssen. Und das hat leider auch dazu geführt, dass die Strukturen nicht freiwillig geschaffen worden sind, obwohl menschenrechtlich völlig klar ist, wir brauchen diese Strukturen. Und ich glaube, dieses Defizit an relevanten kinderrechtlichen Strukturen ist ein Grund dafür, warum wir bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention echt noch einen ganz, ganz weiten Weg vor uns haben werden. Weil es hängt erstmal so ein bisschen an den Strukturen. Wenn die Strukturen sich verbessern, dann besteht auch das Potenzial, dass auch solche Mammutthemen sich irgendwann mal so ein bisschen an ihrem Gewicht verlieren können werden. Sie hatten es vorhin ein bisschen angesprochen oder auch hatten es angesprochen, dass Ihnen gerade dieser Bekanntheitsgrad auch fehlt. Ne? Also wenn ich jetzt zu einer beliebigen Behörde, zum Sozialamt oder Ausländerbehörde von mir aus gehe,
und dort die UN-Kinderrechtskonvention vorlege, wird mir der einfache Beamte vielleicht auch einfach sagen, du oder sie, damit kann ich jetzt ja überhaupt nichts anfangen, das ist Völkerrecht. Und es gab ja doch, ich denke mal auch mit Blick darauf und mit dem Blick auf die Gegebenheiten, die Sie geschildert hatten, diesen Prozess, politischen Prozess Kinderrechte ins Grundgesetz. Hätten Sie den Eindruck, dass, wenn es gelänge, da bestimmte Formulierungen, sage ich mal, im Grundgesetz unterzubringen, dass das einen Unterschied machen würde? Ja, auf jeden Fall. Alles immer unter der Bedingung, dass es wirklich starke Formulierungen sind, die uneingeschränkt dem Niveau der UN-Kinderrechtskonvention und der Europäischen Grundrechtecharta entsprechen. Also ich glaube, man darf auf keinen Fall in die Falle laufen, dass jetzt quasi dieses menschenrechtliche Niveau, wie es kinderrechtlich schon etabliert ist, irgendwie durch eine etwas schwache Formulierung auf einmal möglicherweise wieder relativiert oder abgesenkt wird. Aber wenn wir uns das einmal vorstellen, dass so quasi der Inhalt von Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, also vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls und der Anspruch von Kindern auf Gehör und Berücksichtigung ihrer Anliegen, wenn wir uns vorstellen, dass solche Vorgaben unmittelbar im Grundgesetz stünden, dann verändert das natürlich unglaublich viel, weil dann sind wir erstens mal nicht mehr in diesem ganzen Bereich, dass Leute sich darauf berufen können, naja, Völkerrecht, wie wende ich denn überhaupt Völkerrecht an? Das ist ja auch ein bisschen kompliziert. Da kann sich dann keiner mehr rausreden, weil es steht dann wirklich in dem zentralen Rechtsdokument schlechthin im Grundgesetz. Und das ist auch quasi juristisch von Bedeutung, weil es macht einen Unterschied, ob man sich quasi auf der Ebene des Bundesrechts einfach im Bundesrecht bewegt oder ob man sich noch auf einer Ebene drüber bewegt, auf der Ebene des Grundgesetzes, quasi auf der höchsten Ebene. Das ist gerade dann relevant, wenn es vielleicht mal irgendwo gewisse Widersprüche zum einfachen Bundesrecht gibt. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, welche Folgewirkung es tatsächlich in unterschiedlichen Kontexten haben wird. Also wir haben über die fehlende Bekanntheit der UN-Kinderrechtskonvention gesprochen. Ich kann nur sagen, das Grundgesetz ist in unfassbar vielen Berufsfeldern, egal ob es in Studiengängen ist oder in berufsqualifizierenden Ausbildungen oder ähnliches, das Grundgesetz ist in unfassbar vielen Berufsbildern elementarer Bestandteil der entsprechenden Ausbildung. Und wenn starke kinderrechtliche Positionen ins Grundgesetz kommen, ist der Folgeeffekt auf jeden Fall, dass wir klar sagen können, künftige Fachkräfte werden auf jeden Fall auch sich mit der UN-Kinderrechtskonvention oder den zentralen Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das alleine ist schon wirklich ein unglaublicher Mehrwert. Wow. Ja, das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, an der Stelle für mich Frau Wittrich mit in den Prozess zu bringen. Frau Wittrich, an dieser Stelle, Sie haben ja diesen politischen Prozess jetzt auch wirklich von innen erleben können in den letzten Jahren. Und da wollte ich Sie vielleicht nochmal bitten, vielleicht mal so aus Ihrer Sicht, wie ist das abgelaufen und an welchem Punkt sind wir dort jetzt gerade? Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Veranstaltung und vielen Dank auch für die Frage. Also wir haben uns sehr bemüht, die Kinderrechte genau unter den Maßgaben, wie Herr Dr. Gerbig das gerade sagte, ins Grundgesetz zu bringen. Wir haben das in dieser Legislatur nicht geschafft. Ich glaube, seit es die Kinderrechtskonvention gibt, ist genau die Debatte darum, dass sie auch ins Grundgesetz, in der Verankerung haben müssen, entbrannt. Weil die Kinderrechtskonvention sagt ja auch, dass alle Gesetzgebung oder jede nationale Gesetzgebung sozusagen die Kinderrechtskonvention aufgreifen muss. Und deswegen steht uns auch bei jedem Umsetzungsbericht sozusagen ins Stammbuch geschrieben, ja, im Grundgesetz fehlt es aber noch. Ja, und deswegen ist es jetzt auch nicht irgendwas, wo irgendwie nur die Kinderrechte-Lobbyverbände das sagen, sondern das ist schon auch eine Erwartungshaltung, die an Deutschland gestellt wird. Die nehme ich auch sehr ernst. Und diese Diskussion ist demzufolge sehr lange. Die Kinderkommission des Bundestages hat sich unter anderem auch, glaube ich, daraus entwickelt und konstituiert mit Einsetzung der Annahme der Kinderrechtskonvention, dass man sozusagen damit sicherstellen möchte, dass es auf diesem Wege auch ohne ins Grundgesetz aufzunehmen, sozusagen die Belange der Kinder in die Gesetzgebung oder in den Gesetzgebungsprozess einfließen. Das gelingt, also es ist besser als nichts, aber es gelingt nur so mäßig, ja, weil die Kinderkommission, in der ich jetzt Mitglied war, wir können viele Stellungnahmen schreiben und so weiter, aber wir müssen natürlich dann trotzdem Mehrheiten bringen und haben auch keine eigenen Antragsrechte und so weiter. Also von daher haben wir da auch durchaus dafür gekämpft, die zu stärken, aber es hebt es an keiner Stelle jetzt auf, zu sagen, die Kinderrechte müssen ins Grundgesetz. So, dann haben wir das aber
für einige von uns durchaus auch überraschend im Koalitionsvertrag dieser Legislatur stehen gehabt. Und da ging die erste Debatte darum, soll das jetzt ein Staatsziel sein? Und wir haben dafür gesorgt, nein, die Vereinbarung ist, es sollen Grundrechte sein, weil individuell einklagbar und in dem Grundrechtekanon von auf Augenhöhe gebracht mit den ganzen anderen so wichtigen Grundrechten. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist dann immer, endlich auf Augenhöhe beispielsweise dem Datenschutz kommen, weil wir ganz häufig in die Situation kommen, dass wenn irgendwo ein Datenschutzproblem auftaucht, nee, dann können wir leider nicht mehr ran, weil Datenschutz ist ja ein Grundrecht und Kinderrechte sind es eben nicht. Und das ist für mich immer so ein praktisches Beispiel. Es muss wenigstens auf Augenhöhe kommen. Genau, dann hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe getagt aus wahrscheinlich vielen klugen Juristinnen und Juristen. Da waren wir als Politikerinnen und Politiker erstmal außen vor, bis dann 2019 da Ergebnisse vorgelegt wurden mit drei möglichen Formulierungsvorschlägen. Und einigungsfähig schon mal in der Koalition erschien eigentlich nur in Anführungszeichen so eine Mischung aus dem schwächsten Vorschlag und dem mittleren Vorschlag. So, das war zumindest die Annahme. Es war dann so, dass relativ schnell klar war, dass es den einen viel zu wenig weit geht und eben genau die Befürchtung, die Herr Dr. Gerwig auch gesagt hat, genährt haben, dass wir eine Formulierung ins Grundgesetz schreiben, die dann so aussieht, als wenn der Gesetzgeber, der nationale Gesetzgeber möchte, dass man nicht mehr völkerrechtsfreundlich auslegt. Und das wäre natürlich vollkommen kontraproduktiv gewesen. Anderen aber ging diese Formulierung schon viel zu weit. Ja, gegen wen richten sich denn diese Ansprüche dann und so weiter? Also von daher war das schon an der Stelle ziemlich schwierig. Aber der Prozess war dann immer noch nicht im Parlament, sondern wurde dann sozusagen in regierungsseitig gewälzt. Und es gab Koalitionsausschüsse und so weiter. Schlussendlich konnten wir uns dann innerhalb der regierungsseitig auf eine Formulierung einigen, von der wir, also ich auch als Kinderpolitikerin gesagt haben, wir nehmen jetzt erstmal die Formulierung und vertrauen auf das parlamentarische Verfahren, dass wir dort noch mehr rausbekommen, weil wir wussten natürlich sozusagen, es muss bei uns eine Mehrheit finden und zwar eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, wir brauchen auch die Grünen, die Linken, FDP oder so dazu und wir brauchen in den Bundesländern auch die Mehrheit. So, und um überhaupt erst in diesen parlamentarisch-politischen Diskussionsprozess zu kommen, haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen eine Formulierung, mit der ich persönlich auch noch nicht glücklich gewesen bin, aber die Potenzial gegeben hätte, das auszuweiten. So. Und zu dieser Formulierung kam auf keine Art und Weise der Verhandlungen eine Zweidrittelmehrheit zustande. Also die einen wollten sich nicht mehr in Richtung Verbesserung bewegen und die anderen wollten sozusagen ihre umfassendste Formulierung auch tatsächlich im Grundgesetz stehen haben. Und das ist einfach sozusagen der Stand, an dem wir es dann für gescheitert erklären mussten. Und dieser Stand wird sich auch mit einer neuen Bundestagswahl nicht auflösen, weil für eine Zweidrittelmehrheit sitzen dann am Ende genau dieselben Akteure wieder beieinander. Also wir müssen uns schon, und das ist ja auch Sinn und Zweck der Angelegenheit bei einer Grundgesetzänderung, eben auch über alle politischen Meinungen oder Fraktionen und Parteien hinaus einig werden, auch mit den Ländern einig werden. Und es wird auch in den nächsten Jahren genauso schwierig sein, wie es jetzt der Fall war. Das klingt ernüchternd. Können Sie für mich als Außenstehenden, vielleicht auch an Herrn Dr. Gerwig die Frage, an Sie beide, nachvollziehbar machen, was sind die Bedenken? Also, oder welche Sorgen hat vielleicht jemand, der sagt, nee, also eine Formulierung, die zu nah an das rankommt, was die UN-Kinderrechtskonvention ja eigentlich schon etabliert hat? Hätte die und die Folgen, also ich wüsste jetzt aus meiner Arbeit hier an der Basis, sage ich mal, wo vielleicht manchmal der Vorwurf kommt, naja, dann werden Elternrechte geschwächt oder so, ne? Oder Kinder tanzen uns auf der Nase herum, das wäre jetzt so das, was ich, aber vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht nochmal sagen, was so die Bedenken sind. Gerne. Also es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Qualitäten von Gegenargumenten.
So, die einen sind so die Verfassungspuristen, würde ich die mal nennen, die grundsätzlich sagen, Verfassung fasst man nicht an. Ja, also einfach Finger weg, und wir wissen, so, das haben die Verfassungsmütter und Väter damals schon gut gemacht, und nur wenn es unbedingt nötig ist, und Kinderrechte stehen ja dadurch, dass Kinder eben auch Menschen sind, die stehen ja da schon drin und können abgeleitet werden und so weiter. Ja, die wollen einfach grundsätzlich nicht. So, über diese Hürde sind wir ja aber drüber gegangen, deswegen ging es ja um die Formulierung. Und da kann ich zumindest schon nachvollziehen, dass die Grundrechte, so wie sie jetzt definiert sind, keinen Vorrang. Also es gibt nur die Menschenwürde, die über allem steht. Ansonsten gibt es das nicht, dass sozusagen ein Grundrecht über dem anderen steht, sondern die müssen immer in praktische Konkordanz gebracht werden. Nämlich, wenn sie denn mal in Konflikt geraten, müssen sie bestmöglich grundgerechtswahrend für alle beteiligten Rechte sozusagen in Ausgleich gebracht werden. So, von daher war das erste die Frage der Vorrangigkeit eine der heiß umstrittensten, im Sinne so, wie es jetzt eigentlich in der Kinderrechtskonvention steht, nämlich ein vorrangig zu prüfendes, würde ja aber eigentlich die Möglichkeit eröffnen. So, aber das war schon mal das Schwierige, deswegen waren wir dann an Formulierungen wesentlich und wie auch immer. Also, dass man so, aber das war schwierig. Und dann sind alle Fragen, die ja auch schon angeklungen sind, der Beteiligungsrechte. Wir hatten immer gesagt, wir wollen, es muss mindestens der Dreiklang aus Schutz, Förderung und Beteiligung sich auch wiederfinden. Unser Verhandlungspartner, also namentlich auch Herr Seehofer, sagte, lassen Sie uns doch einfach Schutz reinschreiben, da sind wir uns doch ganz schnell einig. Ja, aber Schutz ohne Beteiligung und ohne Förderung wird nie ein effektiver Kinderschutz sein. Also selbst wenn man das nur aus Schutzlogik sieht, dann kannst du die Kinder nur einmauern, wenn du das so schreibst. Das geht nicht. Also von daher ist Förderung und Beteiligung auf jeden Fall wichtig, und die ganzen Beteiligungsrechte wurden sehr schwierig geachtet, und dann auch noch die Frage eben auch, wie sind die Elternrechte tangiert? Wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass in aller Regel der Fälle die Eltern, vor allem je jünger das Kind ist, diejenigen sind, die Kinder erstmal überhaupt in die Lage bringen, ihre Rechte gegenüber dem Staat und der Gesellschaft überhaupt umzusetzen, weil das macht ein kleines Kind vor allem ja nicht für sich selber, sondern wir bestärken die Eltern auch im Umgang mit staatlichen Stellen, mit Schulen, mit wem auch immer, wo die Kinderrechte tangiert sind. Und trotzdem kann es natürlich im Einzelfall auch mal dazu kommen, dass Elternrechte nicht mehr höher bewertet werden müssen im Sinne des Kindeswohls. Und diese Wächterfunktion hat das Grundgesetz uns ja aber jetzt schon gegeben. Also das wäre ja kein neuer Gedanke da drin. Von daher halte ich dieses Argument, also wie man möchte, die Elternrechte beschränken, deswegen stehen die ja auch genauso noch drin. An die geht niemand ran. Und von daher halte ich das Argument für nicht stimmig, aber es ist zumindest wahrscheinlich auch viel auf einer emotionalen Ebene ein sehr, sehr starkes. So, und dann, wir haben es aber dummerweise, glaube ich, mit der Formulierung, so wie sie jetzt ist, und dann auch noch an dem Ort, an dem wir es hin hätten schreiben wollen, genau so nah an die Elternrechte gebracht, dass dieser Gedanke nur noch näher liegt. Ja, also es ist genau eingebettet gewesen jetzt in die Erziehungs- und in die Erziehungsrechte der Eltern. Das heißt, sozusagen dieser Gedanke des, es kommt jetzt in Konflikt zu den Elternrechten, liegt nur noch näher, als er eigentlich hätte sein sollen. Wenn man an einer anderen Stelle hingeschrieben hätte, wäre das vielleicht weniger stark gewesen. Aber das sind so vielleicht mal im Grundsätzlichen die Bedenken gewesen. Und dann steht halt immer auch die Frage, gegen wen richten sich dann diese Ansprüche? Also können dann Kinder sozusagen gegen ihre Eltern klagen auf eine bestimmte Schulform oder so, weil sie einfach nicht den Bildungsweg haben möchten, oder sie sich da uneinig sind. Da muss man dann auch sagen, grundsätzlich haben die Kinder auch jetzt schon das Recht. Die müssen sich nicht von den Eltern zwangs einweisen lassen in eine Schule, sondern wenn das im Konfliktfall ist, dann müsste auch da auch jetzt schon staatlicherseits vermittelnd eingegriffen werden. So, von daher sind viele Sachen auch durch verfassungsrechtliche Verfassungsrechtsprechung
schon entschieden, die stehen aber halt so im Grundgesetz noch nicht drin. Und von daher sind viele Bedenken geäußert worden, haben sich dann am Ende ja auch leider durchgesetzt, die eigentlich aus meiner Sicht zu zerstreuen wären. Naja, also für mich als Laien entsteht natürlich auch der Gedanke, es geht ja noch um mehr Felder, wo ja auch Ansprüche vom Kind gegenüber dem Staat ins Spiel kommen würden. Ne? Sprich, vielleicht auch eine bessere Versorgung der Kinder, ne? Also auch in der Infrastruktur, sage ich jetzt mal, und so weiter. Ne? Und vielleicht hat ja der eine oder andere dort gedacht, na Mensch, wer weiß, was da an einem Rattenschwanz an Ansprüchen auf einmal auf uns zukommt, sozusagen, dem wir lieber mal hier deckeln, haushaltstechnisch gesehen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das denn auch ein Gesichtspunkt gewesen sein kann. Es wurde so nicht geäußert, aber es kann natürlich durchaus sein, dass wenn dann auch Ansprüche auf inklusive Bildung nochmal anders durchgesetzt werden können oder auf Beteiligungsrechte, da muss man natürlich auch ganz andere Strukturen am Ende vorhalten. Ich kann mir auch noch andere Bereiche vorstellen, in denen man dann sagt, so, wollen wir das wirklich? Also wir müssten uns, also wo Bedenkenträger sagen könnten, wollen wir das wirklich? Ich möchte das sehr wohl, dass beispielsweise im Asylrecht und im Sozialrecht nochmal sehr viel genauer geguckt wird, ob die Situation der Kinder überhaupt ausreichend gewürdigt wird. Worden ist. Wenn das nicht so ist, dann gehört das geändert und nicht im Gesetz so belassen, dass es zulasten der Kinder geht, aber dann die günstigere, preisgünstigere oder andere ordnungsrechtlich günstigere Variante ist. Also dann möchte ich die Kinderrechte ja genau in der Position auch stärken. Aber zumindest diese Teilbereiche kamen weder in den Anhörungen noch in den Debatten jetzt offiziell aufs Tableau. Ich würde die Frage auch gerne noch mal so ein bisschen, oder den Themenbereich noch mal ein bisschen an Herrn Dr. Gerbig geben. Wie weit Sie da vielleicht noch ergänzen wollen? So, Sie haben ja den Prozess zumindest teilweise auch aus Sicht der Monitoringstelle miterlebt. Ja, ich finde, man kann die unterschiedlichen Argumente, die gegen eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorgebracht werden, ganz gut so kategorisieren. Und ich würde da vielleicht drei Oberkategorien anlegen. Es gibt einmal so die Art Argumente, wo klar ist, mit denen muss man sich wirklich vertiefend sachlich auseinandersetzen. Zum Beispiel die Frage nach der Verortung oder nach dem Standort der Verortung von Kinderrechten im Grundgesetz. Ist das jetzt Artikel 6? Soll das ein Artikel 2a sein? Welcher Absatz von Artikel 6 etc.? Das sind alles durchaus Fragen mit weitreichenden verfassungsrechtlichen Implikationen und sicherlich berechtigte Fragen, mit denen man sich vertiefend auseinandersetzen muss. Dann gibt es aber auch Fragen oder Einwände, wo klar ist, da kann man sich aus einer kinderpolitischen und aus einer kinderrechtlichen Perspektive ganz schnell mit auseinandersetzen und danach haben sich diese Punkte erledigt. Susanne Rüdrich hat jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, wie so ein bisschen dieser Wunsch da war, dass man sich quasi nur auf den Faktor Schutz beschränkt und Beteiligung noch einfach außen vor lässt. Dazu kann ich dann auch nur sagen, das funktioniert ja alleine schon deshalb nicht, weil Schutz, Förderung und vor allem Beteiligung miteinander zusammenhängen. Und gerade wenn wir über den Zusammenhang von Schutz und Beteiligung sprechen, möchte ich ganz klar sagen, das stärkste Instrument des Kinderschutzes ist Beteiligung. Ich glaube, das ist eine Lektion, die man vor allem auch aus den zahlreichen Missbrauchsprozessen und Skandalen in den letzten Jahren ganz klar ziehen kann, weil das immer Konstellationen sind, wo Kinder gar nicht oder betroffene Kinder entweder gar nicht oder erst sehr, sehr spät im Verfahren überhaupt einmal angehört worden sind. Und ich finde, es gibt noch so eine letzte Kategorie von Argumenten, die mal ein bisschen gebracht wird. Das ist so diese Kategorie, die fehlende politische Ehrlichkeit. Das klingt jetzt ganz hart, wenn ich das sage, aber ich habe in dieser Diskussion oft wahrgenommen, dass eben gesagt wird, naja, aber wenn wir das quasi diesen Inhalt von Artikel 3 und Artikel 12 in das Grundgesetz schreiben würden, das ist doch endlos, das hört doch nie auf. Dieses Beteiligungsrecht, das ist doch quasi grenzenlos, dieses Kindeswohlberücksichtigungsvorgabe, das ist doch auch grenzenlos. Und man lehnt es ab, weil es quasi irgendwie unabsehbar sei, wie quasi die, wo das Ende dieser Verpflichtung ist. Dann kann ich nur sagen, okay, aber die entsprechenden Verpflichtungen gelten jetzt schon auf rechtlicher Ebene. Und ich glaube, wenn man dann quasi sagt, jetzt feststellt, wo dieses Artikel 3 und Artikel 12, das kann 1:1 nicht ins Grundgesetz, weil das darf auf keinen Fall irgendwie rechtlich verbindlich werden, dann ist das eine Form von politischer, fehlender politischer Ehrlichkeit, weil es ist schon rechtlich verbindlich. Und in dem Kontext finde ich es auch immer ganz gut, darauf hinzuweisen, wir haben diesen Inhalt von Artikel 3 und Artikel 12 nicht nur im Grundgesetz, nicht nur in der UN-Kinderrechtskonvention, sondern auch uneingeschränkt mit dem Niveau in der Europäischen Grundrechtecharta.
Und das ist tatsächlich auch aus der Entstehungsgeschichte der Europäischen Grundrechtecharta ganz klar nachzuzeichnen. Als die nämlich verabschiedet wurde, war klar, es muss irgendwie auch einen besonderen Artikel für die Rechte von Kindern geben. Und es war völlig klar, man orientiert sich oder greift einfach diese zentralen Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention auf, ohne dass es irgendwie einen inhaltlichen Verlust gibt. Und wenn man dann mal so ein bisschen drüber spricht, diese Sortierung UN-Kinderrechtskonvention, Grundgesetz, dann muss man sich auch vor Augen halten, wir haben noch eine dritte Ebene, wir haben noch diese europäische Ebene, die Europäische Grundrechtecharta, die dann, wenn es um europäisches Recht geht, sogar gegenüber dem Grundgesetz vorrangig ist. Und mittlerweile fast jede Rechtsordnung oder fast jedes Gesetz oder ähnliches in Deutschland hat einen europäischen Hintergrund. Und ich glaube, wenn man sich das mal so ein bisschen in Erinnerung ruft, dann muss man auch so ein bisschen sagen, dass so dieser Ansatz, wir wollen das gar nicht irgendwie neues Recht schaffen, wir wollen das nicht, weil das so endlos ist, der geht eigentlich ins Leere, weil die rechtlichen Verpflichtungen schon da sind, sowohl in der UN-Kinderrechtskonvention als auch in der Europäischen Grundrechtecharta. Also es geht eigentlich noch mehr darum, diese bestehenden Verpflichtungen auch im Grundgesetz sichtbar zu machen und quasi auch mit der Stärke des Grundgesetzes rechtlich auszustatten. Aber es ändert nichts daran, dass diese rechtlichen Verpflichtungen schon da sind. Ich hätte dazu noch mal eine ganz kurze Verständnisnachfrage. Sie hatten vorhin auch schon mal geäußert, dass es durchaus in der Rechtsprechung nicht viele, aber es gibt Fälle sozusagen, wo das aufgegriffen wurde. Stichwort Bundesverfassungsgericht. Hat sich das deutsche Bundesverfassungsgericht schon mal mit der UN-Kinderrechtskonvention / der EU-Charta in dem Bezug auseinandergesetzt, Kinderrechte? Ja, in der Zivilentscheidungspraxis immer nur ein ganz minimaler Streit, aber es war jetzt noch nie so der entscheidende Gesichtspunkt. Es kommt aber ein Aber. Aktuell ist beim Bundesverfassungsgericht ein Verfahren anhängig, da geht es um diese Regelung zur minderjährigen Ehe. Da hat der Bundesgerichtshof ein Vorlageverfahren. Also der Bundesgerichtshof kann quasi Verfahren dem Bundesverfassungsgericht vorlegen, wenn der Bundesgerichtshof sagt, wir können dieses Verfahren eigentlich nicht entscheiden, weil wir der Meinung sind, gewisse Rechte oder Gesetze, die wir hier anwenden müssen, sind verfassungswidrig. Liebes Bundesverfassungsgericht, bitte entscheide mal darüber. Und tatsächlich ist es hier so, dass in der Begründung dieses Vorlagebeschlusses ganz ausführlich der Bundesgerichtshof auch Normen der UN-Kinderrechtskonvention abgearbeitet hat, vor allem Artikel 3 und Artikel 12. Da geht es so um diese Konstellation. Dann müssen vielleicht von gewissen Grundsätzen auch Abweichungen möglich sein, damit man quasi den Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen kann. Und es ist sehr zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung dann zum Anlass nehmen wird, sich auch mal vertiefend mit dem Artikel Verständnis von Artikel 3 und Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention auseinanderzusetzen. Die Entscheidung ist für dieses Jahr angesetzt, aber ob es tatsächlich so kommen wird, kann sich natürlich dann auch ein bisschen noch verzögern. Ich nehme mal als Quintessenz aus dem Gesagten, was wir bisher hatten, heraus, dass die Gesetze oder die Verbindlichkeiten aus der UN-Kinderrechtskonvention sind bereits allgemein gültig. Frau Rüttig, Sie hatten vorhin gesagt, Sie erwarten jetzt in naher Zukunft auch nach der Bundestagswahl nicht zwingend, dass das Grundgesetz schafft. Aber letztendlich, wenn man schlussfolgert, müsste man ja sagen, eigentlich muss man entweder darauf hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht eine Stellungnahme bezieht oder eben dafür sorgen, dass das dieser Rechtszustand, so wie er jetzt besteht, eigentlich mehr auch in die Öffentlichkeit kommt und bekannter wird, sage ich mal. Ne? Und damit vielleicht auch entsprechende Institutionen mehr gezwungen sind, das anzuwenden. Das kann ja vielleicht auch ein Auftrag an den einfachen Sozialpädagogen oder Menschen sein, die Kinder und Jugendlichen unmittelbar begleiten, zu prüfen. Naja, vielleicht ist das, wo das staatliche Handeln hier gerade das Kind oder den Jugendlichen betrifft, vielleicht könnte man da auch mal prüfen lassen vom Gericht und so weiter, inwieweit da Spielraum auch im Zuge der UN-Kinderrechtskonvention besteht. Also, dass man einfach auch von unten her Druck macht an dieser Stelle, wenn man darum weiß, dass es das gibt und dass es so anwendbar ist. Ich würde vielleicht noch ganz in dem Sinne war auch der Prozess, den wir jetzt auch die letzten 4 Jahre hatten, ja nicht umsonst. Ne? Weil also alle Bundesländer waren beteiligt und selbst die eher skeptisch waren, mussten sich ja jetzt damit beschäftigen, was sagt denn jetzt eigentlich genau die Kinderrechtskonvention. Wir haben das in öffentlichen Anhörungen gehabt, wir haben das mit den Innenleuten, mit den Rechtsleuten und so weiter hoch und runter diskutiert. Wahrscheinlich auch mit Menschen, die vorher sich mit den Kinderrechten nur am Rande, wenn überhaupt, beschäftigt haben. Also es war ein sehr, sehr, sehr breiter und intensiver Prozess. Von daher, glaube ich, ist da auch bewusstseinsbildend schon eine Menge passiert. Und man kann an dem Prozess natürlich dann auch in weiteren Diskussionen anschließen. Und wir müssen tatsächlich, glaube ich, einfach weiter an der Bekanntheit, an der Umsetzung und dann eben auch an den politischen Mehrheiten dafür arbeiten.
Und gerade, es ist mir noch mal ein Punkt gekommen, was auch häufig gesagt wurde, nämlich es sei nur Symbolpolitik. Da sage ich mir, also gut, selbst wenn es, also das ins Grundgesetz zu schreiben, ne? Sage ich mir, selbst wenn es nur ein Symbol wäre, fände ich das ja jetzt nur nicht das Schlechteste. Aber es ist es ja eben nicht. Sind die anderen Grundrechte, die da drin stehen, sind ja auch nicht nur Symbole, sondern da leiten sich ganz sozusagen konkrete Schritte daraus ab. Und wenn Kinderrechte schon im Grundgesetz auf Förderung und Beteiligung gestanden hätten, dann hätten wir auch in der Corona-Situation mit Sicherheit jetzt ganz andere Entscheidungsbegründungszwänge gehabt, als es bisher der Fall war. Von daher sehe ich da wirklich viel, viel mehr als nur Symbole. Und es gilt, es bindet eben alle, ne? Nicht nur sozusagen die, die sich mit an sich schon mit Kinder- und Jugendpolitik und Kultus und Sozialämtern und so weiter beschäftigen müssen, sondern alle anderen Rechtsbereiche auch. Und das wäre einfach mal ein Riesenunterschied zu dem Stand, den wir jetzt haben. Von daher hoffe ich weiter auf viel politischen Druck aus allen Ebenen, dass es dann tatsächlich irgendwann mal im Grundgesetz steht. Ludwig, Sie hatten gerade schön das Stichwort auch nochmal gegeben, Corona. An der Stelle würde ich jetzt gerne meinen den dritten Gesprächspartner, den wir jetzt bis jetzt noch ein bisschen außen vor gelassen haben, Herrn Nether, mit einschalten. Herr Nether, aus Trägersicht, sage ich mal, da Sie auch vor Ort irgendwo mit Kindern und Jugendlichen guten Einblick haben, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten haben Kinder und Jugendliche in Zeiten der Corona-Zeit in den letzten anderthalb Jahren erlebt? Was nehmen Sie wahr? Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz einen kleinen Einblick bekommen. Hallo, ja, also allen noch mal herzlichen Dank für die Runde und guten Tag. Die Diskussion hat ja jetzt schon gezeigt, dass eigentlich das gesamte Thema viel tiefer liegt. Und ich denke, Corona hat noch mal einiges aufgedeckt, was, sagen wir mal, auch an Spaltungen und Nichtbearbeitung in unserer Gesellschaft im Umgang mit Kindern, überhaupt in den Erziehungsfragen, Bildungsfragen, da an Baustellen existiert. Zurück, Martin, auf deine Frage, Corona, wie haben wir es erlebt? Es ist klar, es sind Entscheidungen getroffen worden, Schulen zu schließen, Einrichtungen zu schließen, um, ich sage es immer wieder, letztendlich die Motivation war, um das Gesundheitssystem nicht kollabieren zu lassen. Das war, denke ich, das Hauptmotiv, um dort einfach die Überlastung abzuschwächen. Und da ist nicht, denke ich, danach gefragt worden, was hat das für Folgewirkungen. Nun kann man davon ausgehen, man hat vielleicht auch nicht vermutet, wie lange diese Entscheidung dauern, dass das vielleicht für eine kurzfristige Entscheidung oder für einen Monat mal eine Schule zu schließen. Ich denke, das ist verkraftbar, aber dass das über fast zwei Jahre ist und man weiß immer noch und nicht, und bis heute sind ja noch Einschränkungen da, auch in diesen sagen wir, Beziehungen aufzunehmen oder auch körperliche Nähe zu zeigen und so weiter. Und ich denke, das sind schon starke Verluste, die wir auch wahrgenommen haben, also auch unsere Mitarbeiter. Ich rede ja eher stellvertretend. Es ist schade, dass jetzt die Kollegin direkt aus der Praxis hier nicht mit vor Ort ist. Aber dass Kinder von heute auf morgen im Prinzip aus ihren sozialen Bezügen geworfen wurden und das über eine sehr lange Zeit, das hat schon zu, also sowohl zu sozialen Verlusten geführt, das hat ja bis dahin, dass letztendlich auch ihre Entwicklung, ist ja ganz wichtig, Bildung, soziale Beziehungen, auch gerade die Treffen mit der gleichen Altersgruppe ausprobieren, diese Räume sich im Prinzip, das sind ja auch Bildungsräume, mit gleichaltrigen Treffen, auch gerade in der Pubertät, sich da auszuprobieren. Das ist alles nicht passiert, konnte nicht passieren. Und viele haben natürlich dann auch sich Ersatz gesucht, was man möglicherweise, sagen wir mal, das kann Drogen sein, das kann mit anderen Handlungsweisen bis dahin, dass man natürlich auch von auch
Schüler in Schulen hatten, die eben keinen Ausweg mehr sahen und dann einfach auch Selbstmord begangen haben. Und ich denke, dort ist ein gravierend kein Blick gewesen, auch bei der Verlängerung dieser Maßnahmen überhaupt, was für Folgewirkungen, für Langzeitwirkungen hat diese Schließung oder diese einschneidenden Eingriffe in die Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen. Und das merken wir heute, also sagen wir mal, die Einrichtungen sind ja wieder auf. Das fluppt jetzt gerade mal so auf, dass da auch in Gesprächen diese Erlebnisse erzählt werden, wie sie sich alleingelassen gefühlt haben, wie sie vielleicht auch was für Ängste sie hatten, auch wenn sie jetzt nur noch, wir kennen ja die Spaltung in unserer Gesellschaft, gerade die sozial schwächeren Familien, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, mit bestimmten Situationen umzugehen. Die waren total überfordert, auch mit dem ganzen Homeschooling und auch technische Ausstattung, dass sie wirklich für sich alleine waren und auch Konflikte, die zu Hause stattgefunden haben, ganz massiv erlebt haben, sodass eben dann letztendlich auch der Begriff Kindeswohl, jetzt mal von der Jugendhilfe her gedeutet, sagen wir mal, auch dort wieder Kindeswohlgefährdung wir anzeigen mussten und die aus dieser Situation heraus entstanden sind. Ja, ich denke, es wäre wirklich gut gewesen, wenn dann mindestens in der immer wieder in diesen Verlängerungen schon, sagen wir mal, die Wirkung und vielleicht auch Verbände und ja, bis hin zu Kindern selber mal angehört hätte, was hat das eigentlich für Folgen. Ich habe es selber bei meinen Enkelkindern erlebt. Die haben das Glück, ein großes Haus zu haben. Die haben Glück, Geschwisterkinder zu haben. Aber wenn man also nicht in die Sportgruppe gehen kann, wenn man also nicht trainieren kann, wenn man eigentlich seine ganze Energie nicht ausleben kann, was für Folgen das eigentlich schon auch dann für die Familie hat. Also sagen wir mal auch für die Eltern, und die dann auch gestresst sind und so weiter. Das ist eine massive Belastungssituation gewesen, die zu psychischen Folgen geführt hat und die wir jetzt eigentlich im Nachgang mühevoll versuchen müssen aufzuarbeiten. Ob manches überhaupt aufzuarbeiten ist oder nachzuholen ist, da mache ich stellenweise sogar ein Fragezeichen, weil eine verpasste Pubertätszeit oder sagen wir mal diese Zeit, die ist eigentlich nicht nachzuholen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man hat zwar jetzt diesen Fonds aufgelegt, die Frau Giffey, und mit diesen Milliarden, der jetzt in die verschiedenen Fördertöpfe oben aufgegossen wird, wo man immer mal jetzt als Träger kriegt, ja, ihr könnt noch hier 15.000 Euro beantragen und da können wir noch was aufstocken. Und wenn ihr da eine schöne Idee habt für eine Ferienfreizeit oder so, das könnt ihr machen. Ich glaube, damit kann man vielleicht auch nur pflastern oder mal einen Erlebnisraum schaffen. Aber ob das Grundproblem, was dann vielleicht auch Psychologen und mitkriegen in ihren Praxen lösen, das weiß ich nicht. Und ich denke, wir brauchten da wahrscheinlich auch eine längerfristige Planung, wie wir, sagen wir mal, nachhaltig diesen Schaden, der durch Corona psychologisch, seelisch entstanden ist bei Kindern und Jugendlichen, wie wir den in den nächsten 2, 3, 4 Jahren begleiten. Mit reparieren tue ich mich schon schwer. Also ich sag mal, das sind ja Bereiche, die hier angesprochen werden, so gerade wenn man auch in psychologische Bereiche guckt und so weiter, wo man sagen muss, da waren wir ja vorher nicht gerade bestens versorgt. Also auch vor Corona gab es ja durchaus psychosoziale Problemlagen, wo man aus Sicht der Sozialarbeit oft das Gefühl hatte, naja, es ist gar nicht so einfach, die Helfersysteme erstmal schnell an den Tisch zu bekommen, weil ja oft auch ein hoher Zeitdruck ist. Und mit dem, was sich da jetzt vielleicht auch aufgestaut hat, sage ich mal, ist die Frage ja tatsächlich, inwieweit mit den bestehenden Strukturen dem überhaupt beigekommen werden kann.
wenn ich das mal so reingeben darf. Vielleicht noch mal so ein bisschen die Frage auch an Frau Rüdrich. Ich sag mal, die Problemlagen, die Herr Neder hier gerade noch mal ein bisschen skizziert hat, ich denke, die sind ja angekommen. Die sind ja auch durch die Presse gegangen und so weiter. Jetzt haben Sie noch einen Einblick oder können Sie uns sagen, gibt es sozusagen Pläne seitens der Gesetzgeber oder der Bundesregierung in dem Bereich, wirklich nochmal was aufzulegen oder warten wir da wirklich auf die nächste Legislaturperiode? Naja, also ich würde zumindest vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie auch wir sozusagen mit der Situation von Kindern umgegangen sind. Also mich hat das ganz am Anfang der Corona-Zeit furchtbar fuchsig gemacht und wahrscheinlich viele andere auch, dass alle Kinderbetreuungseinrichtungen nur noch als Betreuungseinrichtungen gesehen wurden. So die armen Eltern können jetzt nicht mehr arbeiten gehen, weil die Kita zu hat. Und ich dachte immer so, irgendwie haben wir die doch als Bildungseinrichtung und als für die Kinder erfunden und eingerichtet und nicht nur als irgendwie für die Eltern. Das hat sich dann das hat sich dann im Bewusstsein schon geändert und wir haben dann auch in der Kinderkommission ein halbes Jahr lang öffentlich getagt, also ist auch im Parlamentsfernsehen dann noch zu sehen, zur Frage Kinder und Corona. Und da sind genau so die Beschreibungen, die Andreas Neder jetzt auch gerade schon gesagt hat, aus vielerlei Hinsicht uns geschildert wurden, auch von Kindern und Jugendlichen selber und von den Hilfesystemen drumherum. Und man muss einfach mal klar sagen, dass alle drei Bereiche der Kinderrechte von Schutz bis Förderung bis Beteiligung sträflich vernachlässigt worden sind. Also auch die Kinder und Jugendlichen, die hatten ja selber durchaus ein Bewusstsein dafür, dass hier eine gesundheitliche Ausnahmesituation da ist und wussten schon, ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir auch ein Teil der Gesellschaft sind und irgendwie Schutzmaßnahmen schon mit ertragen können. Aber sie wären natürlich sehr, sehr gerne mal gefragt worden, was könnt ihr euch denn in eurem Leben vorstellen, wie das umgesetzt werden kann? Wie kann denn die Schule gestaltet werden? Wie ist denn euer sozialer Lebensbereich noch zu gestalten? Welche Maßnahmen wären denn für euch tragbar? Was könnt ihr euch vorstellen? Und sowas ist einfach nie passiert, sondern es wurde einfach über ihre Köpfe hinweg entschieden. Dieses Gefühl haben Erwachsene natürlich auch, aber die haben zumindest noch Ausdrucksformen, die spätestens an der Wahlurne, aber auch grundsätzlich viel eher einzubringen sind. Und das sozusagen als, glaube ich, an der Stelle wirklich eine große Fehlstelle, die eben so nicht wäre, wenn die Maßnahmen sich gegenüber einem Grundrechtseingriff zu rechtfertigen sind. Also ich weiß noch, wie wir um diese Ausgangsbeschränkungen diskutiert haben, um Schulschließungen, das ging viel leichter. Obwohl das mindestens genauso gravierender Einschnitt ist. Und dann ist, glaube ich, auch noch ein Prozess, der auf jeden Fall noch am Laufen gehalten werden muss, ist sozusagen das Verständnis für die Gesamtheit eines Kinder- und Jugendlebens. So, weil ganz schnell dann gesagt wird, oh, jetzt muss man aber nachholen, was in der Schule verpasst wurde. Da war dann nur quasi im Kopf, dass wir irgendwie diesen Bildungserfolg, der da abgebrochen ist, bei vielen irgendwie kompensieren müssen. Und ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie nur als Abgeordnete angesprochen sein. Ich bin ja auch noch irgendwie jemand anderes. Und ein Kind und ein Jugendlicher will nicht den ganzen Tag nur als Schülerinnen und Schüler oder als Kindergartenkind angesprochen sein, sondern die haben natürlich auch ein großes Leben drumherum. Und deswegen ist auf der einen Seite sozusagen in diesem Aufholpaket, es klingt schon wieder fürchterlich, aber okay, also es ist ja eine Milliarde für schulische Maßnahmen und 1 Milliarde für sozusagen den ganzen außerschulischen Bereich. Das finde ich schon mal gut, aber es ist natürlich es sind alles kurzfristige Projekte, die jetzt was kompensieren sollen, aber die das Grundproblem natürlich nicht lösen. Und da muss jetzt natürlich alles dafür getan werden. Ich nehme die Diskussion auch so wahr, dass wirklich die Schulen und der Jugend-, Kinder- und Freizeitbereich, der schließt als letztes und macht als erstes wieder auf, wenn es denn sein muss. Aber jeder möchte den Lockdown verhindern. Das liegt aber eben nicht nur in der Hand derjenigen, die Maßnahmen verhängen müssen, sondern kommt eben auch darauf an, wie auch Gesellschaft mitzieht. Und der allergrößte Teil der Gesellschaft hat ja mitgezogen und hat dafür gesorgt, dass diese Pandemie, ja, also
dass wir in die absoluten Ausnahmesituationen nicht gekommen sind, aber das gilt natürlich auch weiterhin. Ne? Und wer sich jetzt noch ansteckt, das sind eben Kinder und Jugendliche, weil die nicht geimpft werden können. So, von daher müssen auch alle anderen jetzt ihre Verantwortung wahrnehmen, für die Kinder und Jugendlichen ein möglichst unbeschwertes weiteres Leben zu gewährleisten, indem sie als Erwachsene jetzt mal solidarisch mit den Kindern und Jugendlichen sind, die noch nicht geimpft werden können und dann ein sicheres Umfeld für die sind. Ich will Sie jetzt hier nicht allzu kritisch nachfragen, aber ich wollte auch nochmal fragen, ist denn an den strukturellen Problemen, die jetzt auch auf uns zukommen, also wenn wir jetzt gerade von diesen beschriebenen langfristigen Wirkungen oder Traumaerscheinungen vielleicht sogar sprechen, ist da was in der Mache sozusagen oder werden letztendlich die bestehenden Strukturen das auffangen müssen? Naja, es ist insofern ein grundsätzliches Problem, dass sozusagen die ganzen Strukturen um ein Kind herum auch vorher schon arg unter Druck sind. Und wir haben ja ein Konzept der Kindergrundsicherung, das ich auch mit entwickeln durfte, uns vorgenommen, was auf der einen Seite die materielle Frage in den Familien klärt, so auf der anderen Seite aber die Strukturen, die jedem Kind kostenfrei und selbstverständlich zur Verfügung gestellt sein müssen, thematisiert. Und da ist gesundheitliche Versorgung ein großer Punkt, aber eben auch Beteiligungsrechte und Teilhabe, die ja jetzt gerade also auf dem Land hier bei uns nutzt mir das beste tolle Sportangebot oder musische oder kulturelle Angebot nicht, wenn ich nicht von A nach B komme. Ja? Also du musst auch Mobilität mitdenken, du musst gesundheitliche und Förderfragen mitdenken, Inklusion mitdenken. Und das ist tatsächlich, und das kostet dann eine ganze, ganze Menge Geld, sozusagen so eine zweiteilige Kindergrundsicherung tatsächlich ins Land zu stellen. Und dazu braucht es natürlich dann auch die Mehrheiten. Und man muss gucken, dass wir jetzt nicht in Sparwahn kommen und irgendwie eher noch Steuersenkungen versprechen, sondern eher gucken, was braucht es denn jetzt an staatlicher Infrastruktur und was kostet, was natürlich immer der Fall ist, muss man eher nochmal auf der Einnahmenseite gucken. So, wer kann sich wie beteiligen, um dann genau diese Strukturen auch um Kinder und Jugendliche herum stabil auszugestalten. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Spielraum nach oben. Herr Dr. Gerbig, vielleicht probieren wir es. Ich weiß nicht, ob nur die Schwierigkeit nur bei mir jetzt war, wenn Sie gesprochen hatten, aber mal ohne Video an. Mich würde es nochmal interessieren, Sie sind ja jetzt nicht mehr direkt in der Monitoringstelle, aber den Blick, sage ich mal, den werden Sie immer noch haben. Wenn Sie mal so diese letzten anderthalb Jahre Revue passieren lassen, ich frage es mal ganz plakativ, sind sozusagen die Maßnahmen, so wie sie umgesetzt wurden in Berührung mit Kindern und Jugendlichen, den Anforderungen der UN-Kinderrechtskonvention gerecht geworden oder würde man das juristisch betrachten? Ja, wenn wir aus einer kinderrechtlichen Perspektive einen Blick auf die Beschränkungen in der Corona-Pandemie werfen, dann ist es, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich erstmal wichtig, zuallererst sehr differenziert vorzugehen und erstmal festzuhalten, der Gesetzgeber, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, sowohl das Parlament als auch die Regierung, hat natürlich einen gewissen Beurteilungsspielraum. Und zweitens, Andreas Nethe hat schon so ein bisschen skizziert, dass jetzt immer mehr mittelbare Folgewirkungen der Beschränkungen sichtbar werden. Das sind natürlich alles Punkte, die jetzt erst sichtbar werden und die vielfach im Zeitpunkt des Entscheidungszeitraums nicht sichtbar gewesen sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was man dem Gesetzgeber nicht immer vorhalten kann. Was man staatlichen Stellen aber vorhalten kann, und Andreas Nether hat auch darauf schon hingewiesen, ist das Thema fehlende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Ja, wir müssen festhalten, mittlerweile gibt es gewisse Gesprächsformate von politischen EntscheidungsträgerInnen mit Kindern und Jugendlichen, aber es gibt keinen umfassenden Beteiligungsprozess. Und das gilt sowohl für die Beschränkungen im Kontext der Corona-Pandemie, als auch für die grundsätzliche Situation und alle mittelbaren Folgeauswirkungen und alle politischen Maßnahmen, die in diesem Kontext stattfinden könnten, sollten und müssten, dass es hierfür eben keinen umfassenden Beteiligungsprozess gibt und dass es nicht mal einen Prozess gibt, wo man sagen kann, dass Perspektiven von Kindern und Jugendlichen zumindest annähernd repräsentativ und mit einer gewissen Diversifizierung in die Entscheidungsfindung mit einfließen.
Und das ist für sich genommen natürlich hochproblematisch, denn, das möchte ich gerne nochmal in Erinnerung rufen, das zentrale Ansinnen der UN-Kinderrechtskonvention liegt ja in diesem Zusammenspiel von Artikel 3 und Artikel 12, also von der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls im Zusammenspiel mit dem Recht auf Gehör und der Berücksichtigung der Meinung eines Kindes. Und hier können wir natürlich klar sagen, wenn Perspektiven von Kindern und Jugendlichen bei der Verabschiedung von staatlichen Maßnahmen quasi überhaupt nicht irgendwie mit eingebunden werden, dann ist eine relativ hohe Gefahr gegeben, dass entsprechende Maßnahmen nicht umfassend auch die Situation von Kindern und Jugendlichen, vor allem aber auch ihre Rechte und Interessen in den Blick nehmen. Ich würde es jetzt an der Stelle vielleicht nochmal den Blick in die Zukunft an Frau Rüdrich. Man macht sich ja jetzt so ein bisschen Sorgen, sage ich mal, weil die Pandemie ja auch Steuereinbußen mit sich gebracht hat. Wir hören von Sparmaßnahmen, die, also ich denke 2008 war es dann 2010 zu spüren, nach der großen Finanzkrise, dass es dann so langsam einbrach. Da wäre meine Frage, spüren Sie da schon, sage ich mal, so einen gewissen Wind oder eine Bewegung, dass es in die Richtung gehen könnte? Und müssen wir uns Sorgen machen, dass es auch in dem Bereich letztlich Kinder und Jugendliche treffen könnte? Ja, also ich glaube, das ist eine der wichtigsten politischen Auseinandersetzungsfragen, die jetzt vor uns steht. Ne? Also auf der einen Seite, wir wissen gar nicht, ob wir aus der Krise schon durch sind. Ne? Wir haben auch letzten Sommer schon so eine Retrospektiven gehabt, so nach dem Motto, boah krass, wir waren mal Teil einer globalen Pandemie und dachten irgendwie, wir hätten das Schlimmste hinter uns, weit gefehlt. Von daher bin ich jetzt in diesem Sommer sehr, sehr verhalten optimistisch, ob wir tatsächlich schon am Ende sozusagen dieser Krise angekommen sind oder nicht. Man kann sagen, dass jede Woche eines Lockdowns und einer auch einer Einschränkung irrwitzige Milliardenbeträge auch gekostet hat an Unterstützung und an für diese ganzen Rettungspakete. Und da ich freue mich, in einem Land zu sein, in dem das möglich ist. Ja, also das, ich glaube, ich hätte in keinem anderen Land der Welt lieber eine Pandemie hinter mich gebracht als hier. Und trotzdem sind die Auswirkungen verheerend. So, das ist nun mal sozusagen ein Teil der Geschichte. Und jetzt auf der einen Seite zu sagen, dass wir müssen natürlich die Wirtschaftskraft insofern halten, dass überhaupt die Einnahmen da sind, um weiterzukommen, weil daraus resultieren ganz viele Unterstützungen und überhaupt der ganze Sozialstaat und so weiter. Aber sozusagen zu glauben, dass man sich jetzt aus der Krise heraus sparen kann, halte ich für eine absolute Fehlannahme. Und das ist, haben wir, glaube ich, auch tatsächlich gelernt aus dem aus der letzten, also der von dir auch angesprochenen Finanzkrise, da war ich noch Teil des Kinder- und Jugendring Sachsens und wir sind hier in die Ministerien gerannt und haben gesagt, ihr könnt doch jetzt hier nicht die komplette Jugendhilfe rasieren, das bezahlen doch jetzt gerade die Falschen. Und genau so ist es aber gekommen. Ja? Also die Auswirkungen haben wir jetzt noch zu spüren. Von daher ist es, fängt es, glaube ich, auf jeder kommunalen Ebene an, Land und Bund, zu gucken, dass wir die Schuldenbremsen jetzt möglichst entweder aussetzen oder Varianten finden, wie das so lange gestreckt werden kann, dass man auch sinnvoll sozusagen aus den Schulden wieder sozusagen abbauen kann und die eben nicht, wie im Land Sachsen beispielsweise, die irrige Annahme ist, man könnte das in 10 Jahren auch wieder zurückbezahlt haben. Also das hieße eine Milliarde weniger pro Jahreshaushalt. Das geht überhaupt nicht einzusparen. Und wenn man schon, und ich glaube, wir werden trotzdem auf Sparhaushalte hinkommen, aber hoffentlich nicht in der Dimension. Dann sollte man durchaus an eher erstmal an Sachen denken, die man durchaus auch schieben kann. Also ne, ich denke an andere Investitionen, bei denen es okay ist, dann zu sagen, na gut, dann kommen die halt 2 oder 3 Jahre später. In dem Bereich, von dem wir hier reden, zu sparen, heißt, es gibt es einfach nicht mehr. Das Angebot ist einfach nicht mehr da. So, die ganze Jugendverbandsarbeit, Jugendhilfe und so weiter, da gespart ist einfach, heißt einfach, dass diese Struktur weg ist. Und zwar dann für auch längerfristig weg, weil wenn es einmal weggespart ist, kommt es auch nicht so schnell wieder. Von daher müssen wir alles dafür tun, dass dort nicht diejenigen, die jetzt schon sozial am meisten davon getragen haben, dann am Ende auch noch die sind, die aufgenommenen Schulden wieder zurückbezahlen. Aber wie schwer das sein wird, haben wir jetzt bei den Verhandlungen um den sächsischen Landeshaushalt schon
gesehen. Ja, also die Maßgabe war schon, dass in jedem Haus einfach 10% gekürzt werden sollen. Und was das für einen Sozialhaushalt, von dem wir ja hier im Wesentlichen reden, bedeutet hätte, das muss man, glaube ich, niemandem beschreiben. Das haben wir jetzt abgewendet, aber die Haushaltsverhandlungen stehen in anderthalb Jahren schon wieder vor der Tür. Ne? Und dann werden, glaube ich, die finanziellen Folgewirkungen erst so richtig deutlich gewesen sein. Von daher hoffe ich da, dass wir uns alle gut unterhaken und die Stimmen erheben, dass man eben genau dort nicht rangeht, sondern sich möglichst, also auch Schulden, wie gesagt, so lange streckt, dass die Einschnitte nicht so groß sind. Und wenn man schon sparen muss, dann nicht an den Menschen, weil das nur die Folgewirkung noch massiver macht, als sie eh schon sind. Ja, das finde ich einen wunderbaren Schlussgedanken fast schon an der Stelle, dass wir auch nochmal sagen, tatsächlich, ne, also wir haben auf allen Ebenen irgendwo die Aufgabe, hier auch Anwalt für Kinder und Jugendliche zu sein und dafür zu sorgen, dass deren Belange berücksichtigt werden, angemessen, vorrangig berücksichtigt werden. Und ich denke, das haben wir heute auch gelernt und festhalten können. Wir haben mit der UN-Kinderrechtskonvention zumindest ein sehr scharfes Schwert in der Hand. Und wenn ich für mich nochmal so rekapituliere, muss ich auch sagen, also wir leben ja letztendlich in einem Rechtsstaat. Ne? Und wenn wir feststellen, dass das ein großer Teil der Maßnahmen, die staatlich so gehandhabt werden, unterm Strich eigentlich gar nicht rechtmäßig sind, solange sie Kinder treffen und die UN-Kinderrechtskonvention da nicht angemessen mit berücksichtigt wird, das kann ja kein Zustand sein. Von daher hoffe ich, dass diese Gesprächsrunde hier vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, zumindest hier auf lokaler Ebene werden wir gucken, dass wir das weiter streuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Frau Rüdrich, bei Ihnen, Herr Dr. Gerbig und bei Herrn Netter. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut ins Wochenende und ich denke, wir werden weiter an der Thematik dranbleiben. Alles Gute.